Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Ja, es ist passiert. Ich habe mir wieder was geholt. Eins wahrscheinlich der giftigsten Tiere und gefährlichsten Tiere, die ich tatsächlich jetzt hier im Haus habe. Ja, was es ist, seht ihr nach dem Intro. War es endlich soweit. Ich habe tatsächlich endlich mal eins dieser Tiere bekommen und war auch sehr überrascht über den Preis. Also ich habe es mir tatsächlich viel, viel teurer vorgestellt, weil es wirklich sehr hübsch ist. Ein bisschen blau, von der Farbe her auch leicht ins Grüne gehend. Werdet ihr aber gleich sehen. Aber gleich vorweg, das Ding ist wirklich gefährlich. Das Ding ist sehr, sehr giftig. Und Domi, ich weiß, du hast Angst vor solchen Sachen. Ich bin mir nicht sicher, ob du dir das angucken solltest. Aber es ist eins wahrscheinlich der giftigsten Tiere, die es hier gibt auf der Welt. Und dass ich das jetzt hier haben kann, ist mehr ein Privileg als alles andere. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Tier habe. Und ich werde das Tier tatsächlich auf die Hand nehmen. Ich weiß, ich nehme nie Tiere auf die Hand. Aber ich muss jetzt einfach mal mit dem Trend auch mal mitgehen, weil scheinbar ist es gang und gäbe, dass man alle seine Haustiere, die Terroristik betreffen, auf die Hand nehmen muss, sie streicheln muss, sie striegeln muss, ihnen Klamotten anziehen muss und, und. Aber ich dachte mir, denn wenn ich es mache, dann mache ich das gleich mit einem Tier, was halt wirklich schwer giftig ist. Und ja, ich traue mich gar nicht aufzumachen. Ich habe schon mal kurz reingeguckt. Man kann es auf die Hand nehmen, das geht schon klar. Und man kann es auch frei rumlaufen lassen. Ne? Also das ist alles möglich, ist aber auch mit all meinen Spinnen möglich. Ob man es nur machen sollte, ich weiß ja nicht so. Ne? Ich weiß, ihr seid alle übel gespannt, aber ich habe immer noch ein bisschen Schiss davor, muss ich sagen, das jetzt aufzumachen. Es ist ein Hundertfüßler. Es ist ein Scolopendra, den ihr euch sehr oft gewünscht habt, den ihr sehr oft sehen wolltet. Und ich immer wieder gesagt habe, dass die Tiere sind mir zu unberechenbar, weil wenn die loslegen, dann legen die halt richtig los. Und deswegen habe ich da immer so ein bisschen Respekt vor. Und die brauchen natürlich auch sehr, sehr viel Platz. Der hier jetzt nicht. Werdet ihr aber gleich sehen. Auf jeden Fall ist der mega giftig und ich weiß nicht, ich bin ein bisschen blöd. Ne? Also macht's nicht nach, ne? Macht's nicht nach. Wir wissen nicht, was passiert, ich werde es aber hier filmen und wir werden es dann sehen. Ich habe gerade erst Corona überstanden, aber komm, setzen wir gleich noch einen nach. Jedenfalls ist das Scolopendra, also ein Hundertfüßler, falls ihr da nicht wisst, was das ist. Das sind diese Dinger, die quasi laufende Klauen sind. Mit mehreren Füßen, die alle auch Klauen sind. Und das Ding ist quasi, quasi gesteuert durch, es will fressen. Ne? Also es will überleben und es will fressen und es wird sich zur Wehr setzen, wenn es sein muss. Ich habe mir gerade gedacht, es ist vielleicht schlauer, ich nehme mir hier so ein Ding noch mit, falls das Tier ausbricht oder wegrennt, dass ich dann noch so ein Teil da drauf setzen kann. Oder halt, weil ich kann hier mit der Kamera nicht so gut reinfilmen. Das heißt, ich werde das Tier rausnehmen müssen und werde es dann hier reinsetzen. Dann könnt ihr es vielleicht von hier besser sehen mit der Kamera. Viele Fehler schon passiert, deswegen bin ich mittlerweile gut vorbereitet, was das angeht. Ne? Also keiner will gebissen werden, keiner will Schmerzen haben. Ne? Also von daher wirklich vorsichtig sein und wir gucken jetzt rein. Okay, der hockt jetzt quasi genau hier vorne in der Ecke. Ich krieg das halt wirklich nicht rauf, ne? Wenn ich das mit der Kamera mache. Ihr seht halt nur so einen kleinen Ausschnitt. Okay. Also ich mach's jetzt auf und nehme es raus. Warte mal, ich packe das gleich mal hier so ein bisschen beiseite. So. Und die Kamera drauf zeigt, bin total aufgeregt. So. Machen wir es so.
So, also, ich nehme ihn jetzt raus. Na, na. Achtung. Krieg schon Gänsehaut. Da ist er. Oh Gott, oh Gott. Also, hier ist er. Ihr seht gerade, er ist auch ein bisschen in der Angststarre. Das macht es für mich deutlich einfacher, ihn zu zeigen. Aber lasst euch da nicht verwirren oder irgendwas dergleichen, wenn das Tier jetzt so, sich so verhält. Das ist einfach nur eine Angststarre. Das kann jederzeit umschlagen und dann legt er los. Deswegen müsst ihr da auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich nehme ihn jetzt nochmal auf die Hand und halte ihn euch in die Kamera. Da ist er. Und ja, er benimmt sich ganz gut, muss ich sagen, ne? Also er benimmt sich ganz gut. Und wie ihr seht, ne, also diese ganzen Stacheln, die er da hat, das sind hier die Füße. Und hier sind die ganzen Stacheln, die natürlich alle entsprechend gefärbt sind. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass ein Tier giftig ist, wenn es solche Färbung hat oder es tut so, als wäre es giftig. Deswegen vorsichtig sein. Jedes dieser Piekserchen hier ist tatsächlich eine Kralle, und mit denen kann der dich erwischen. Hier unten drunter seht ihr dann auch noch mal seine Auswüchse, um die Beute besser festzuhalten. Ja, gut. So viel dazu. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr dafür einen Namen habt. Mir fällt tatsächlich jetzt so auf dem Stegreif keiner ein. Vielleicht nenne ich ihn Egon oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall wird er uns jetzt eine ganze Weile begleiten. Und ja, ich setze ihn mal wieder rein. Okay. Auf jeden Fall wird er uns jetzt eine ganze Weile noch begleiten. Und ja, es ist ein giftiges Tier. Nehmt ihn nicht auf die Hand. Macht nicht nach, was ich gemacht habe. Das ist falsch und das gehört sich so auch nicht. Ja, nun habt ihr ihn gesehen und ich packe ihn schon mal ein. Ich werde das Rehousing oder das neue Zuhause erstmal machen müssen. Ich wollte ihn jetzt einfach nur schnell mal zeigen und ja, muss hier zumachen, dass der hier nicht einfach wieder rauskommt, weil es gibt nichts Schlimmeres wie ein Tier, das einfach abhaut. So, auf jeden Fall hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett. Vergiss nicht zu abonnieren und das Glöckchen zu aktivieren. Dann bekommst du mit, wenn wieder ein neues Video kommt, ein neuer Beitrag, ein neuer Stream. Wenn du mich unterstützen möchtest, habe ich Patreon. Link ist in der Beschreibung. Außerdem habe ich noch die Kanalmitgliedschaften. Auch Link in der Beschreibung. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die sind echt stark, die Tiere. Sehr gefährlich. Guck dir mal sein Auge an. Ja. Sehr gefährliches Tier.